In diesem Video möchte ich Ihnen noch einmal die Bestimmung der Molekülmasse auf direktem und auf indirektem Wege zeigen. Ich benutze in diesem Fall einen Mikrobrenner, der mit Feuerzeuggas gefüllt ist. Kann man auch als Autogas bezeichnen. Und er wird befüllt mit, in diesem Fall ist es Kometgas. Es gibt auch viele andere und diese Gase haben alle natürlich eine sehr unterschiedliche Zusammensetzung. Die ändert sich auch im Laufe der Zeit, wenn man das Gas entnimmt. Die leichter flüchtigen Bestandteile gehen eben schneller raus als die schwerflüchtigen. Es soll vorwiegend immer Butan und Isobutan sein. Wir können ja mal sehen, was hier gleich rauskommt. Wenn man diesen Brenner benutzt, er hat ja diesen Tank, dann ist es vielleicht immer schlau zu wissen, wie viel Gas ist überhaupt noch da, nicht dass mitten in der Messung die Flamme erlischt. Dafür habe ich die Leermasse hier aufgeschrieben, das sind 198 Gramm. Und wir können jetzt ruckzuck mal gucken, welche Masse der Brenner jetzt hat. Das heißt, wir haben über 5 Gramm des Flüssiggases da drin. Damit kommen wir sehr weit. Wir brauchen immer nur kleinste Mengen. So, jetzt werde ich zunächst die Masse dieses Brenners speichern, damit wir es ganz gut machen und die Werte vernünftig werden. Habe ich noch einen Windschutz produziert. So, die ist jetzt gespeichert. Und jetzt werde ich dieses Gas in eine 120 Milliliter Spritze überführen und dann können wir ruckzuck die Molekülmasse bestimmen. Also, Sie hören schon und sehen auch, wie gut das geht mit der Gasentnahme. So, jetzt haben wir genau 120 Milliliter entnommen. Ich mache hier mal das Ganze dicht. Und wir haben 480 Milligramm an Masse verloren. Das bedeutet, 480 Milligramm haben ein Volumen von 120 Milliliter. Damit wären es 960 Milligramm in 240 Milliliter und das wäre eine Molekülmasse von 96 Gramm pro Mol. Das ist natürlich völlig idiotisch und falsch und Sie haben wahrscheinlich gemerkt oder wissen es auch so, wo der Riesenfehler liegt. Der liegt natürlich darin, dass beim Einfüllen mit Hilfe dieses kleinen Adapters einiges, und zwar eine ziemliche Menge, an Gas verloren geht. Und deswegen kommen wir zu diesem sehr unglücklichen Wert. Das heißt, nur wenn man das Gas sauber übertragen kann, wie wir es vorhin bei dem Methan zum Beispiel gemacht haben, dann ist diese direkte Messung gut. Man kann sie verwenden. In diesem Fall eignet sie sich überhaupt nicht. Und wir müssen eine andere Methode anwenden, nämlich die indirekte Messung. Dazu können wir schon diese Spritze jetzt wieder gebrauchen. Da haben wir ja 120 Milliliter Autogas eingefüllt. Die sind hier drin. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde jetzt in eine bereits evakuierte Spritze von 120 Grad, die ein Vakuum von 120 Millilitern enthält, dieses Gas einfüllen. So, dazu müssen wir vorab diese Spritze wiegen. Das geht jetzt wieder sehr einfach. Ich speichere einfach die Masse. Dann haben wir keine Rechnerei. So, das ist jetzt gespeichert. Und ich überführe jetzt diese 120 Milliliter aus der Spritze in die Vakuumspritze, indem ich einfach diesen Hahn aufdrehe
So, fertig ist der Lack. So schnell geht das. Also es ist zwar eine indirekte Methode, aber sie geht blitzartig schnell. So, Windschutz nochmal drauf. Wir sind ja Puristen. Und Sie sehen, jetzt haben wir 292 Milligramm an Masse in 120 Milliliter. Und das hört sich schon ganz anders an. Wir liegen jetzt tatsächlich bei 58,4 Gramm pro Mol. Und das heißt, offensichtlich haben wir es mit ziemlich viel Butan und Isobutan zu tun, die leichter flüchtigen Bestandteile sind nämlich hier in den Vorexperimenten schon verbrannt worden. Also den Wert finde ich super, der andere ist völlig, den wir vorher hatten, völlig unbrauchbar, sodass Sie bei dieser Methode, wenn Sie mit dem das Gas, die Molekülmasse des Gases aus diesem Mikrobrenner bestimmen wollen, nur mit der indirekten Methode, mit Hilfe der Vakuumspritze, einen sinnvollen und guten Wert erreichen.